Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeige euch ein kurzes Video von True News aus Amerika von dem Rick Wiles. Der hat sich ein bisschen beschäftigt mit den Hintergründen der Ukraine und ihrer Verbindungen zum Judentum oder der Verbindung Israels mit der Ukraine. Ist ganz spannend mal anzuschauen. Man muss nicht alles für bare Münze nehmen, was da gesagt wird. Er selber ist auch ohnehin erst dabei, das Thema für sich zu erschließen. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was Rick Wiles da über die Endzeit sagt. Macht jetzt aber mal nichts, weil es einfach interessant ist, sich ein bisschen mit dem Hintergrund oder den Hintergründen zu beschäftigen, die die Ukraine hat und den Verbindungen, die die Ukraine zum Judentum und zum Staat Israel hat. Schaut euch das einfach mal an. Schlussendlich muss passieren, was in der Bibel steht. Und in der Bibel steht, dass Israel auseinanderbricht und dass der Norden Israels, das antike Ephraim, sich gegen den Süden Israels auflehnt und den angreifen wird. Das sagt meiner Meinung nach die Schrift. Das würde bedeuten, dass Israel nicht verlagert wird in die Ukraine, also entgegen dem, was er hier zeigt. Aber die Entwicklungen, die dort ablaufen, die Pläne, die unter Umständen dahinter stecken, die sind schon hochspannend und ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen.